Sie hören Millennium Kingdom, das Blut des Königs, Band 2, von Tonje Göllo, aus dem Dänischen von Justus Karl und Frank Zuber, gelesen von Wolfgang Wagner. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Prolog. Ich bin Ulf, Sohn von Parna Jarl von Wenden und Ingeborg Ottersdatter, Enkel von Ottar Jarl dem Älteren von Norneborg bei Odinsvie. Manche nennen mich auch Palnatoki Jarl, vor allem jene, die mich fürchten oder nicht seit meiner Jugend kennen. Mein Vater und meine Mutter sind in Valhall. Zwar nimmt Odin nur selten Frauen in seiner Halle auf, aber meine Eltern starben beide weder auf dem Krankenlager noch im Alter. Ein gewaltiger Sturm riss sie aus Midgard, genau wie jener, der meinen Familiensitz Norneborg in Flammen setzte und mich ebenso arm wie vormals hinterließ, als ich in Britannien aufwuchs und 3 Jahre als Rudersklave an Bord der Halformen verbrachte. Dass ich die Sklaverei überlebte, ist ein Wunder, welches Odin mir erklären muss, wenn wir uns einmal begegnen, denn ich konnte noch nie meine Zunge im Zaum halten. Mit 17 Jahren half ich meinem ehrenwerten Onkel Ottar Jarl dem Jüngeren beim Kampf gegen Silfraskalli um die Herrschaft über Fünen. Das boshafte Oberhaupt meiner Sippe starb an den Folgen des gleichen Wahnsinns, der viele männliche Nachkommen unserer Familie betrifft. Wie ihn sah auch ich seinen Erzrivalen, den König der Selver, in einer Art Kniefall vor König Gorm niedersinken, obwohl er im Grunde nur tot umfiel. Ich sah Irrsinn, Tollkühnheit, Betrug und schlichte Dummheit. Ich sah große Häuptlinge aufsteigen und fallen. Der Tod der beiden Jarle sei wohl das Beste für Fünen, meinte Skjalm Fedeler, und er wusste in der Regel besser Bescheid als die meisten anderen. Er stammte aus Seeland und wartete seit Ewigkeiten auf das Ende von Gorms Rivalen Sifre Leire König, der über Seeland und Schonen herrschte, damit er zu seiner Familie zurückkehren konnte. Auf jeden Fall wusste er mehr als ein Bursche von nicht einmal 17 Sommern, auch wenn ich mich mit einer Waffe in der Hand viel älter fühlte. Thor flüstert mir ins Ohr, wenn ich wütend werde, und brüllt, wenn ich kämpfe. Meine scharfen Worte haben mich oft in Schwierigkeiten gebracht. Heute höre ich Thor nur noch höhnisch lachen, wenn ich zum Schwert greife, das noch immer in meinem Gürtel hängt und nachts an meinem Bett steht, denn ich weigere mich, eines natürlichen Todes zu sterben. Ich will nach Valhall, weil dort die einzigen Menschen sind, die ich in meinem langen Leben geliebt habe, gemeinsam mit vielen, die ich getötet habe. Habe ich Pech, werden mich meine Kräfte so sehr verlassen, dass ich nicht einmal mehr den Grützlöffel heben kann, bevor ich ihn für immer abgebe. Und die Walküren lassen meinen alten Körper einfach liegen. Aber ich bleibe meinen Göttern Thor und Odin treu. Im Gegensatz zu vielen anderen entsage ich ihnen nicht zugunsten eines Schwächlings mit Nägeln in den Händen und Füßen. Ein Mann, der an Schwäche und andere Dummheiten glaubt, hat kein Rückgrat und ist dazu verdammt, in Niflheim zu enden. Die Götter wissen, wie viele Priester versucht haben, mich mit den listigen Worten einer Kreuzotter von meinem Glauben abzubringen. Nicht einmal Bischof Poppos hochtrabende Versprechen können mich in den Sumpf hineinziehen, in den er und der weiße Christus Harald Gormson gelockt und ihm seine Männlichkeit geraubt haben. Sie mögen mir in das Himmelreich geloben und mit dem Fegefeuer und der Hölle drohen, aber meine Götter wohnen in Asgard, genau wie die Sven Haraldssons, einem Mann nach meinem Geschmack. Doch für all das hatte ich noch keine Worte. In jenem Winter, als König Gorm mit über 1000 Kriegern nach Fünen und Norneborg kam, da hatten Ottar und Silfraskalli einander gerade totgeschlagen. Damals wusste ich nur, dass der Drecksack Eskil Einauge mir noch ein Schwert schuldete und dass ich alle Besitztümer niederbrennen wollte, die mein lieber Vetter Ott Ottarsson für sich beanspruchte. So war ich, und so bin ich noch heute. Es liegt in der Familie. Doch nun lasse ich meine Worte in der Reihenfolge fließen, wie sie meinem Gedächtnis entspringen. Edmund, der Einfältige, Poppos kleines Miststück von einem Priesterlehrling, wird sie schon ordnen. Er kann das, sonst hätte ich ihm längst den Rücken gebläut.